Natürlich, John. Wo genau bist du denn stecken geblieben? Ben. Sam. Emma und Bella. Ben und Sam und Emma und Bella füreinander da. Das ist doch klar. Mist, jetzt haben wir den Salat. Hallo Ben, ich wurde vom Regen erwischt. Nun stecke ich mit meinem Tankwagen im Waldboden fest. Da es jetzt auch hier geregnet hat, gehe ich davon aus, dass die Wasserlieferung nicht mehr so dringend ist. Ich werde Emma anrufen. Vielleicht hat sie ein paar Kanister und kann sie vorbeibringen. Ja, hier hat es auch kurz und heftig geregnet. Die ersten Bäumchen konnte ich pflanzen. Aber wir wollten noch etwas tiefer in den Wald und dort auch Bäume pflanzen. Dort werden wir Wasser brauchen. Wenn Emma helfen kann, wäre es prima. Wir warten hier so lange auf euch. Und danke dir. Alles klar, ich komme so schnell es geht. Hallo John. Emma, grüß dich. Hast du zufällig Zeit, uns zu helfen? Ich wollte Ben eine Wasserladung bringen und wurde vom Regen überrascht. Jetzt steckt der Tankwagen im Waldboden fest. Hast du vielleicht ein paar Kanister, die du mir bringen kannst, damit ich das Wasser umfüllen kann? Natürlich, John. Wo genau bist du denn stecken geblieben? Ich schicke dir gleich die Koordinaten. Wir sind am Anfang des Waldes, an der nördlichen Seite. Gut, ich mach mich gleich auf den Weg. Bis gleich. Danke, Emma. Bis gleich. Ben und Sam und Emma und Bella füreinander da. Das ist doch klar. Emma, da bist du ja schon. Toll. Hallo John, ich habe zwei Kanister dabei. Danke, Emma. Wie kann ich dir helfen? Halte den Kanister unter den Auslass hier. Ich öffne das Ventil ganz langsam, damit uns der Wasserschwall nicht weghaut. Alles klar, dann leg los, ich bin bereit. Stopp, er ist gleich voll. Super, dann gleich den zweiten hinterher. Bist du bereit? Wassermarsch. Stopp, er ist voll. Super. Dann wollen wir mal testen, ob der Tankwagen jetzt leicht genug ist, damit ich ihn aus dem Matsch bewegen kann. Super, John. Es hat funktioniert. Was hast du jetzt vor? Ich fahre den Tankwagen jetzt zu Ben. Er ist ein Stück weiter im Wald. Von dort aus fahren wir dann noch ein ganzes Stück Richtung Süden, tiefer in den Wald hinein. Ben möchte dort weitere Bäume pflanzen. Aber John, mit dem Tankwagen solltet ihr dort nicht im Wald herumfahren. Dort gibt es keine breiten Wege mehr. Ihr würdet den lockeren Waldboden viel zu fest fahren und die Baumwurzeln könnten beschädigt werden. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde mit Bella das Wasser in den Kanistern zu Ben bringen. Wir sind schnell und Bella liebt das Reiten durch den Wald. Sie kennt sich hier gut aus. Das ist eine sehr gute Idee, Emma. Du hast recht, mit dem Traktor durch den dichten Wald zu fahren ist nicht gut. Er ist einfach viel zu schwer. Dann lass uns loslegen. Fahren wir erstmal bis zu Ben. Aber vorher befestige ich die Kanister noch bei dir am Sattel. Ich habe ein Seil im Traktor. Hep. Und hep. Da sind wir. Hallo Ben. Hallo Freunde. Danke, dass ihr gekommen seid. Auf euch ist wirklich Verlass. Es hat leider alles länger gedauert als erwartet. Der starke Regen hat uns erwischt. Ja, hier ist auch einiges runtergekommen. Es ist nass genug, also brauchen wir kein Wasser mehr. Aber dort, tiefer im Wald, ist noch eine kahle Lichtung, auf der wir die restlichen Bäume pflanzen wollen. Der Regen ist dort nicht vorbeigezogen. Es wird trocken sein. Gut, dann bringe ich dir das Wasser dorthin. John sollte mit dem Tankwagen auch hier bleiben. Ich komme dann zum Nachfüllen hierher zurück. Emma hat recht, die schweren Fahrzeuge sind nicht gut für den Waldboden. Dort gibt es keine befestigten Wege. Okay, ich denke, ihr habt recht. Dann sollten wir auch nicht mit dem Auto dort hineinfahren. Es ist nicht weit. Sam wird uns helfen, die Bäumchen rüberzubringen. Wir laufen. John, vielleicht kannst du uns beim Buddeln helfen. Na klar, du. Das mache ich gerne. So eine kleine Fitnesseinheit würde mir mal wieder gut tun. Auf geht's. Dann los. Das war das Letzte. Oh, John, da warst du wohl etwas zu fleißig. Das Loch ist zu viel. Oha, da habe ich mich wohl verzählt. Macht ja nichts. Dann sind wir fertig und können nach Hause. Es hat Spaß gemacht und dem Wald haben wir auch was Gutes getan. Danke, Freunde. Ihr habt recht. Das haben wir alles gut hinbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, seid beim nächsten Abenteuer wieder mit dabei. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ah, Sam, du wilder Flitzer. Ben und Sam und Emma und Bella, füreinander da, das ist doch klar.